Im slowakischen Atomkraftwerk Mocholte ist ein Leck gefunden worden. Wie die dpa berichtet, sei bei einem Belastungstest im neuen dritten Block eine mangelhafte Dichtung aufgefallen. Die Inbetriebnahme, die seit September schrittweise erfolgt, wurde unterbrochen, wie die Betreiberfirma mitteilte. Wie eine Sprecherin erklärte, sei die undichte Stelle im Reaktor bei Drucktests entdeckt worden. Laut Plan soll der Reaktor Mitte Januar 2023 ans Netz gehen. Mit weiteren Größenverzögerungen rechnet die Betreiberfirma laut Angaben der dpa nicht. Verzögert wurde die finale Betriebsgenehmigung zuletzt vor allem durch die österreichische Umweltorganisation Global 2000. Das Atomkraftwerk Mocholte liegt rund 150 Kilometer östlich von Wien und 100 Kilometer östlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Die ersten beiden Blöcke des Werks sind bereits seit 20 Jahren in Betrieb.